Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Außenminister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, es geht hier um die kleine Region Bergkarabach. Mein Vorredner hat einen historischen Überblick gegeben, wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Und in Bergkarabach hat sich eine eigene armenische Mini-Republik selbst sozusagen an die Macht gehievt und hat eigentlich seit dem Zerfall der Sowjetunion darum gekämpft, auch international anerkannt zu werden. Die internationale Staatengemeinschaft hat in Wahrheit die Region Bergkarabach seit Jahrzehnten im Stich gelassen. Das sollte man hier nicht unter den Tisch kehren. Das war schon auch etwas, da hätte man durchaus mehr machen müssen. Es hat jetzt seit ungefähr einem halben Jahr in etwa eine europäische Mission gegeben, also eine EU-Mission gegeben in der Region. Das Ergebnis ist leider Gottes, wie es ist. Also dieser Antrag, dem wir natürlich zustimmen, der ist leider heute bereits veraltet. Es hat die ethnische Säuberung in Bergkarabach stattgefunden. Und die internationale und die westliche und die europäische Staatengemeinschaft hat in Wahrheit zugesehen, Herr Außenminister. Auch Österreich hat hier zugesehen und man stellt sich manchmal schon die Frage, warum das so ist, warum hier niemand den Armeniern zu Hilfe gekommen ist, stattdessen geben sich Westpolitiker in Aserbaidschan die Türklinke in die Hand. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Das ist die sogenannte Kaviar-Diplomatie, die vom Herrn Ilhan Aliyev in Aserbaidschan durchgeführt wird und wo sich viele sehr geschmeichelt fühlen und weiteres. Es gibt ja auch schon Verurteilungen in verschiedenen europäischen Staaten, weil aserbaidschanisches Geld an Westpolitiker geflossen ist. Das ist eindeutig, dass sich hier Aserbaidschan natürlich die westliche Politik auch gekauft hat. Und dann trifft man sich dann dort bei Formel-1-Rennern samt VIP-Paket. All das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man sich überlegt, warum ist Bergkarabach in Wirklichkeit in Stich gelassen worden. Und was dort jetzt passiert ist, in einer sogenannten Blitzaktion, haben es die Vorredner genannt, es war eine ethnische Säuberung ungeahnten Ausmaßes. Man hat hier die Leute tatsächlich in Stich gelassen. Für die Region Bergkarabach ist es jetzt zu spät, aber ich glaube, es wäre ganz notwendig, Herr Außenminister, auch von Ihnen, von der Europäischen Union, hier auch einmal Aserbaidschan für das, was hier getan worden ist, deutlich, und zwar ganz deutlich auch zu verurteilen und sich hier wirklich auf die Seite der Armenier zu stellen.